Moin, moin, mein Name ist Heinrich Löwe und willkommen zurück zu Genesis Alpha 1. Welcome to the shipbuilding interface. So. Here you build and upgrade our ship. Upgrade mein Arsch. Jawohl, ich muss auch erstmal. Ah, der Fl. Ich wollte schon sagen, hier brennt es doch irgendwo. Nein, das war der Flammenwerfer. Zoom, zoom, zoom. Wir wollten, glaube ich, hier mal kurz reinfliegen, gucken, ob unser Schild hält. New materials have und been auch refined. Gleich wieder raus, würde ich sagen. Wo man könnte ja diesen Fundort mal mitnehmen. Ja, komm, zum Fundort gehen wir. Springen wir mal. Ach, ich sehe gerade beim Schild. Warte mal. Nee, nee. Ich dachte gerade, dass es vielleicht nicht alles gesichert ist. Das ist ja eine andere Etage, ja. Tja, sieht man das? Schilde. Ach, da ist die Schildanzeige. New materials have been refined. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal. Ja, wo war das jetzt hier wieder? Sieht alles gleich aus hier, verdammt. So, bam, 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 bam. Hi. So, ich wollte ich aber nicht. Genau. Bin ich hier gerade durchgeglitscht? So, wir wollen einmal hier hinfliegen. Harvester Destination set. Launch sequence activated. 9, launch sequence. Alle Mann an Bord. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Launch sequence. New materials. So, wir holen uns da nur die Kiste und dann hauen wir doch schon wieder ab. Ich will nur kurz gucken, wie lange so ungefähr unser Schild hält. Den einen, den wir haben. Einfach nur aus Interesse. Let's go, 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 go! Da ist es schon. Sofort erkannt. Komm ich da hoch? Ach, Deactivating. Ich will da rauf. Du kleines. Dann nicht. Oh, warte mal. 40%. Na, wo kommt der? Wo kommt der? Wo kommt der? 60%. Rennt ihr Schweine. Anzug-Upgrade, sehr gut. Die bringen mir jetzt nichts hier. Die bringen mir erst dann, wenn man neu anfangen. Also war das absolut. Ey. Boah, die fliegen ja richtig. Biomasse finde ich klasse. Ja, dann war mal ein kurzer Ausflug. So. Hatten alle mal Landurlaub hier ein bisschen. Ne? Wie geht's euch? Ne. Wollt mal gucken, ob Montro noch lebt. So. Lifeform. Boah, fliegt ganz schön. Renn da nicht rein! Wer ist das überhaupt? Wer bist du? Na gut, er ist beschäftigt. Nur gucken, das ist Hector. Montro 5.0 sind wir schon. Mann, oh Mann. Das ist die neueste Version. Schüsse gehört. Woher kamen die? Hm. Egal. Gucken wir mal, was unser Schild macht. Und springen mal weiter. Ach, endlich Ruhe. Warte mal. Force field is at full strength. Oh, jetzt haben wir den ersten abgekriegt. Der regeneriert sich auch wieder. Oh, jetzt kriegen wir schon wieder den nächsten. Gut.
Das ist mir doch zu viel Action. Wir springen. So, dann gleich weiter bitte. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Sauerstoff war das noch, ne? Wir brauchen noch Pflanzen. Hier gibt es so einen Pilz, hier will keiner hin. Ich glaube, das war hier, ne? Hier nochmal rein, Uran, hier waren wir schon, haben ein bisschen was geerntet. Dann springen wir nochmal hin. So. Und da haben wir fahren und dann wieder einen Fundort. Okay. Dann würde ich sagen, springen wir mal dahin. Mal so ganz doof gefragt, was brauchen wir denn noch? Ja, Biomasse, ganz klar. 13 haben wir schon. Die Biomasse, die wir haben, verballere ich noch. Und ja, gehen wir mal rucki zucki. Force Field is at full strength. Was? Ist sie aufgeladen? Ich bin falsch gelaufen. Verdammt! Klonlabor! Hallo Higgs! Oh, Higgs! Das ist ein cooler Name. Alien 2. Wahrnehmung braucht man nicht. Wir brauchen Klon, männlich. Klon, weiblich. Viel Spaß, Higgs! So. Hier aus. Oh, Barrieren haben wir. Gatling Gun. Ah, Verteidigungstürme. Baumarmpark. Vielen Dank. Genau, mach mal was. So, was kann ich euch Gutes tun? Lithium, Schwefel. New clone has been welcomed. Hallo, neuer Klon. So, und wir können mal... Pflanze könnten wir holen. Wir könnten auch da den Fundort abchecken. Was? Wieso? Was ist nun los? Oh, 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 oh. Da, Feinde, oder was? Alles gut. Lebt ihr noch? Resources collected. Macht mir doch keine Angst da, Mensch. So. New materials have been refined. Harvester destination. Holen wir uns erstmal die Pflanze. Launch sequence activated. Attacke. New clones arrived. 4, 3, 2, 1. 0. Launch sequence activated. Ja, so einen Eisplaneten hat man noch gar nicht, ne? Bugs on Alpha 1, ja. Mag eh keine Kälte, aber. So, erstmal Flamer, wer weiß. Wenn es nur kleine Bugs sind, dann brauchen wir ja nichts groß. Steigt hier auch mal aus? Ah nee, wir sind hier auf dem Planet mit den Ressourcen, ne? Hier war, glaube ich, kein Fundort. Oh! Alles tot oder was? Biomasse. Oh, schön.
Ich liebe den Flammenwerfer. Ach, wie die hüpfen, die Schweine. Gefällt mir das sehr gut. Was leuchtet denn hier? Lithium? Uranerz. Habt ihr schon die Pflanze gesammelt? Schiffe schon voll? Boah, die arbeiten ja richtig. Mensch, motiviert auf letzter... auf den letzten Tagen hier. Das freut mich. Richtig motiviert. Gute Männer. Gute Männer. Und Frauen. Kann sein, dass wir Frauen haben. So. Hier war auch was, aber hat keine Biomasse hinterlassen. Gierige Aliens. So. Was haben wir hier noch? Schwefel. Bisschen Gas geben hier, ne? Eudine. Den ganzen Tag hier. Am Beam. Den ganzen Tag Beam macht doch keinen Spaß. Okay, hier unten. Hier ist nichts angekommen, okay. Nur der eine oben. Röntgenstrahlenwaffe. 4 von 10. Oh, Schiff ist leer. Perfekt. Ich weiß nicht wofür, aber... Ach, Eisen. Harvester Destination set. Hier, holt euch mal Lithium. Gute Reise. New materials have been refined. Na, viel brauchen wir ja nicht mehr. Resources collected. Schnauze, scheiß Telefon. Scheiß WhatsApp. Resource beaming complete. Resource acquired. So, ihr macht mal kurz weiter. Oh, das Schiff kommt zurück. Dann warte ich noch mal kurz. Mal gucken, ob die Zeug mitbringen. Sieht aus, schon tot. Perfekt. Dann bitte entladen. Ich lass noch mal. Okay. Wir gehen noch mal ab ins Treibhaus. Treiben da unseren Wahnsinn weiter voran. So, hier sind alles voller Pflanzen. Wer bist denn du? Kazan. Oh, die einzige Palme, die wir haben. Hier, ja, ist nichts. Das wollen wir mal ändern. Job assigned. Pflanzen. Processing. Resource acquired. Anderes Gefäß vielleicht? Wie kann ich immer nur eine Pflanze farmen oder was? Hm. Gut, dann warte ich. New materials have been refined. Geh mir aus dem Weg. Resources collected. Dann haben wir ein bisschen Biomasse gefunden. Ach, ich würde doch mal gucken wegen Biomasse. Biomasse haben wir
Pflanzen haben wir. Dann machen wir mal ein bisschen Klone. Cloning initiated. Mal gucken, ob der Sauerstoff reicht. Wenn nicht, krepieren wir. Was soll der Geiz? Sind ja nur Klone. Storage capacity at maximum. Material refining on hold. What? Raffinerien gestoppt? Lager voll? What? Das Lager ist voll, wow. Dann hilft dir nichts. Bauen wir nochmal Lager? Hier komm. Lager. Oh, jetzt nervig. Weiterarbeiten hier. Arbeitsverweigerer. Oh, wie sieht's hier aus? Arbeitsverweigerer. Holt mal Lithium. Was haben wir an Eisen? Ja, Lithium könnte man vielleicht noch gebrauchen. Nochmal so ein paar Waffen. Warte mal. Ne, ist ein Geschützturm. So. Dann, wo sind sie? Hangar. Wollen wir nochmal, oder? New materials have been harvester destination set. Let's go. Ein Fundort. Und dann springen wir... Ach, ich dachte, ich hätte noch Kaffee. Und dann springen wir dann zu den Planeten. Mal gucken, was cool wäre. Ich weiß es nicht, wenn wir dort ankommen und quasi dann brauchen wir, cool wäre es wirklich, wenn wir dann da die 15 Klone runterlassen, aber diese 15 Klone brauchen dann auch Baumaterial und geben uns Aufträge. Das wäre noch richtig cool. Dann wäre, ich habe so das Gefühl, das Spiel ist dann zu Ende, aber man könnte es ja noch auf die Spitze treiben und dass uns dann halt, dass wir diese Kolonie da unterstützen müssen. Ja? Und dann könnte man auch so weit gehen, dass wir vielleicht, ja, von unserem Startpunkt, sage ich mal, von unserer Heimat so Transportsachen machen müssen. Wisst ihr, was ich meine? Dann müssten wir vielleicht auch noch, keine Ahnung, irgendwelche tollen neuen Geräte oder Passagiere abholen von unserem Startplanet, wenn es einen Startplanet gibt. Ich glaube, es gibt ja keinen. Könnte man machen. Ich finde sowieso, man kann bei diesem Spiel noch so viel machen. Leider ist dieses Spiel kein Early Access. Leider nein. Schade. Ich sehe da richtig viel Potenzial. Hallo Planet. Oh. Ah, ich komme ja. Jetzt da. Auf. Yes. Oh. 20% life form detected. Das an. 40%. Ich treffe da was? Nee, ne? 60%. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe zwar keine Schadenspunkte gesehen, aber ja gut. Ist tot. All phases complete. So, was haben wir? Respawn-Kammer. What? Please check your data pad for details. Diese Übertragung weist auf den Fundort eines neuen Schiffsbauplans hin. Ah, ich muss mal kurz... Hey, geh mal weg. Was ist hier für Geräusche? Schiff beladen? Oh, die haben Röntgenwaffen. Na los. Ich kann nochmal ein Röntgengewehr bauen. Und ja einfach zu besiegen, diese ekligen Viecher. Ich hab Zeit, ihr auch. Kommt runter, ihr kleinen Arschlöcher. Mehr Waffenteile.
Los! Komm, gib mir mehr! Drei brauche ich noch. Ich kann sie ja mal brutzeln. So. Noch zweimal. Los, gib mir mehr! Keine Angst, ich komme gleich zu euch. Seid ihr alle mal da? Perfekt. Montro? Ah, ich sehe, warum Montro 5.0 ist. Klick, klack. Oh. Ja. Ach, kein Kleinvieh. Ich will Großvieh. Kommt wieder runter da. Schade, das lief so gut. So, habt ihr, habt ihr, habt ihr? Gierige Schweine. Gierige Schweine. Einmal warte ich noch. Wenn ich jetzt keinen Waffenteil mehr kriege, dann hau ab. Waffenteile. Oh, komm, ey. Kommt schon rund. Oh. Ein Teil fehlt uns noch. Dann können wir vielleicht nochmal schnell die Waffe erforschen. Die Röntgenwaffe hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Das wäre ja mal was Cooles, Neues. Ja, wo, wo? Oh, ist das Biomasse? Nee, das ist einfach nur grün. Nein, sind die schon gestorben? Cool. So, Röntgenwaffe. Jetzt hauen wir ab hier. Jetzt braucht ihr auch nicht mehr kommen. Knalltüten. Aber die waren einfach zu töten. So, mal gucken, ob wir es mitgebracht haben. Nein. Nein. Gut. Oh, kommt. Bevor ihr nichts macht. Harvester Destination set. Geht nochmal runter. Ach, ihr seid noch am Beamen. Okay. Ich will erstmal zu Mr. Geh mir aus dem Weg. Brenne ich die weg. New materials have been refined. So. New clone has been welcome. Waffen. Röntgengewehr. Erforschen. Da helfe ich dir mal ganz kurz. Tack, 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 tack. Weapon up. So. Neue Waffe. Wir sehen noch hier, wie viel Damage die macht, oder? 160 pro Sekunde. Was macht denn hier die Minigun? 200. Der Flammenwerfer? 75. Den Flammenwerfer gebe ich aber nicht her. Feuert radioaktive Fragmente mit hoher Taktfrequenz. Macht das trotzdem. Was nehmen wir denn aus dem Schrank? Das Lasergewehr entfernen. Röntgen. Säuregewehr war das. Entschuldigung. Hä? Ach ne, Röntgengewehr habe ich erforscht. Hinzufügen.
Munition, hätte ich gerne Gas. Processing. Brauchen wir ein bisschen was? Was braucht dieses Röhregewehr als Röntgengewehr als Munition? Strahlung, Energiezellen. Aha, aha, aha. Energiezellen. Hab ich nicht. Doch, da. Energiezellen, aber für haben Lithium. Ach, ich helfe dir mal. Hast einen zweiten PC hier? Das dauert mir alles so lange. So, danke. So. Mal so ein Rudel davon mitnehmen, davon was mitnehmen. So. Röntgengewehr. Es war schön mit dir, aber ich will jetzt das Röntgengewehr haben. Kann ich mal schießen? Mal gucken, wie gut das so ist. Mal ein bisschen Gas mitnehmen. Let's go. Ja. Oh. Viecher. Wo? Hier unten noch, oder was? Also sind ja hier alle auf, in Aufregung. Oh, heilen. Stufe 1. New materials have been refined. Ja, braucht nicht mehr. Komm. Ihr braucht... Oh. Muss ich mal wieder das Schiff sauber machen, oder was? War das jetzt nur hier vorne, oder... so aus. New materials have been hier auch. Ekelig. Alienrotze hier. So, wie sieht's hier aus mit der Alienrotze? Also bevor ich nochmal irgendwo hinspringe. Oh, oh, oh. Ich glaube, wir müssen hier wirklich mal aufräumen. Aber mit dem Flamer geht das super, finde ich. Oh. Ah. Ist im Depot was? Ah, Depot scheint sauber zu sein. Geh mir aus dem Weg. Wie sieht es hier so raus aus? Ja, dufte. Ja, der Gang ist auch sauber. Gut, dann würde ich sagen. Puh. Pflanze haben wir. Sprung. Also, wir haben genug Leute. Sauerstoff scheint auch genug da vorhanden zu sein. Dann fliegen wir zu unserem Genesis-Kandidat. Energie. Achso, sind wir quasi hier. Wir auch schon wieder ein bisschen geplündert. Da müssen wir starten vom Hangar. Okay. Machen wir. Jetzt muss ich kurz
überlegen. Da geht's lang. Im hohen Alter weiß man nicht mehr, wo es lang geht. Da geht's lang. New materials have been refined. So, dann sage ich mal, alle Mann an Bord. Der Captain wird für eine Genesis-Expedition benötigt. Jawohl, der Captain ist hier. Oh, Waffe ist voll. Oh, bin ich mal gespannt. Das machen wir jetzt, Captain. Ende? Vernichte die Alienquelle. Unter der Oberfläche haben wir ein Tunnelsystem. Endlich mal ein grüner Planet. Wer bist denn du? Marzin? Kenn ich gar nicht. Hicks. Ah, Hicks ist auch schon hier. Mondro. Was machen wir denn hier? Terminal benutzen. Ja, ich habe so meine Ahnung. Geschütztürme stehen schon hier, ne? Kann ich noch? Weapons activated. Ich wurde ja schon vom guten Montro gespoilert. Ja, toll, da brauche ich nicht. Hier so. Ah, dann nicht. Dann geht zu eurer Mama, ey. So. Ah, haben wir ja noch. Dann Computer aktivieren. Bevor die Genesis initiiert werden kann, muss die Alienquelle eliminiert werden. Alienquelle eliminieren. Wie mache ich das? Okay. Achso, ich muss da aktiv nachsuchen. Hallo, Alienquelle, wo bist du? Oh, oh. Was ist das? Hä? Was ist das? Oben oder unten? Vor uns. Flamer Party! Verstehe noch nicht so ganz. Oh, wir haben ja schon mal jemanden hingeschickt. Ich habe so das Gefühl, ich sollte noch mal zurückgehen und ich hole mir noch mal meine Geschütze. Mal her. Weapons deactivated. Ihr halt mal die Stellung. Nehmen wir mal so ein paar mit. Aber dass ich genau in die richtige Richtung gelaufen bin, ist ja schon echt Glück. Hinter mir? Mal verrecken bitte. Ey, du lebst immer noch. Lörgarten, ja. Thank you.
Masse. Finde ich klasse. Was ist das hier? Alien-Kacke! Ein Brain-Bug? Nee. Doch! Brain-Bug! Ich muss hier raus! Brain-Bug! Kann ich raus? Kommt ja gar nicht. Und ich verfalle hier in Panik. Ey, was kommt denn noch? Ist das die Brutmutter? Ab das jetzt. Ist das Arschloch? Das Arschloch war doch hinter mir. Arschloch kommt. Treffe ich nicht? Halt dich, Alter. Der kommt nicht. Der kommt nicht. Der weiß schon, was ihm blüht. Ja, warte ab, du kleines Arschloch. Ja. Kein Problem. Kriegen wir hin. Lifeform an deinen Hintern, du. Nee, das will ich nicht. Gib mir das. Geh mal sterben. Wo kann ich jetzt hier nichts aufstellen? Doch. So. Bin ich mal gespannt, ob Mr. Arschloch. Noch ein bisschen Biomasse. Der Flamer ist echt geil. Oh, der ist schnell. Warum ist er auf einmal so schnell? Einmal töten, bitte. Er überlebt das. Der kommt näher. Alter Hurensohn. Geh doch mal sterben. Alienquelle vernichtet. Kehre zur Oberfläche zurück, um die Initiative. Was ist denn da? Ist eklig. Guck trotzdem. There's no hesitation to kill, to torture, to exploit, to oppress. All legitimate by laws, a chain of command, and the will of the people. Oh, ich will ordentlich sein. Wir machen hier mal alles Platz. Da auch schon einen hingebracht.
Okay. Ah, ein zweiter Eingang. We are the most advanced, most creative species. The crown of creation, they say. Wenn er es sagt. Hier gibt es ja überall Eingänge. Das ist ja nichts Besonderes. Lohne? We bring our culture to this place. What can we offer to this world? Wales. Olsen. Jarvis. Jabba. Kenn ich nicht. X. Lehmann. Alfonso. Marcin. Craig. Kazan. Hector Montro. Sonst Volkov hat noch von. Der war noch einer von den ersten, glaube ich. Ah, sonst sind alle tot gegangen, ne? Schade. Meinst du die Zwillinge? Die sehen gleich aus. Terminal benutzen. Genug? Lade. Ah, jetzt kommen sie alle von der Erde hierher. Ah, so einen Roboter hat man nicht. Aus wie ein schöner Feind, den man schießen kann. Abschlussbericht. Offizielle Beurteilung. Erfolg. Die Kolonie war von offenen Graslandhügeln und dichten Wäldern umgeben. Riesige Pilze boten eine reichhaltige Nahrungsquelle. Es dauerte nicht lange, bis die Bevölkerung anstieg, sich über das ganze Land ausbreitete und mit Hilfe intelligenter Hochgeschwindigkeits-3D-Drucker Städte, Infrastruktureinrichtungen baute. Wo waren wir? Baute. Als die Gesellschaft im Laufe der folgenden Jahrhunderts reicher, materialistischer wurde, zerbrachen die sozialen Bindungen. Die Menschen verfielen in narzisstische Selbstdarstellung und wurden unfähig, kulturelle Werte zu schaffen. Der schweren Erschütterung durch die Wirtschaftskrise folgte eine lange Zeit der Depression und zwang die Kolonie, die Wertsetzung von Konsum und Luxus zu überdenken, die fast die gesamte Natur zerstört hat. Okay. So, geklont hatten wir, 47. Oh, und 27 sind gestorben, 20 haben überlebt. Planetenexpedition, 45. Gescannte Planeten, 209. Getötete Aliens, 2000. Naja. Planeten erforscht, 38%. Man hätte noch mehr machen können. Okay, Klone erforscht, 40. Grad Sternen-Captain. Ja. Und nun? Items entdeckt. 1 von 28. Element der Position auf der Karte markiert. Bringt mir erst was für die nächste Runde wahrscheinlich. Landungsschiffgeschwindigkeit. Ja, wissen wir doch. Shotgun. Ja. Yari-Pflanze. Jetzt kriegen wir hier den ganzen Kram, den wir quasi entdeckt haben, oder was? Das ist ein DK-Position markiert, ja. Schwere Pistole. Ja, ist das ganze Zeug, was wir entdeckt haben. Oh, den haben wir nicht entdeckt, oder was?
DNA dieser Kreatur verbessert. Ja, haben wir auch gemacht. Also toll. Kann ich das Ganze überspringen oder? Einfach mit Leertaste wegdrücken hier. Ja, das Beste fast zum Schluss, ne? Ein Klassiker. Von der Erde. Anzug-Upgrade und Sicherheitstor hat man noch nicht gebaut. Ja, gut. Mission fortsetzen. Nö, brauchen wir nicht. Neue Mission. Haben wir hier was freigeschaltet? Ich finde es echt doof, dass man hier nur zwei Artefakte angeben kann. Vielleicht kann man noch mehr freischalten. Haben wir auf jeden Fall ein paar neue. Und man müsste es immer wieder spielen, um alles freizuschalten quasi. Boah. Gibt es noch irgendwelche neuen Konzerne? Das sind diese Aliens, die wir begegnet sind. 100 Eindringlinge innerhalb einer Runde auf einem Schiff getötet. Achso, da musste 100 Leute töten. Erst dann wird das hier freigeschaltet. Dasselbe mit dem anderen Clan hier, Mechanics. Mechanics ist unentdeckt. Stahle und Jun hatten wir. Ah ne, gar nicht, das ist ja die hier. Das ist aber auch noch hier Stahlunion 2 oder was? Oh, mehr haben wir nicht freigeschaltet. Schade. Aber auch von dieser Firma gibt es nochmal ein genau, eine verbesserte Variante. Und dasselbe auch mit dieser. Okay. Gut. Das war's mit Genesis Alpha 1. Wir sind durch. Ich werde es auch erstmal beiseite legen. Ich hoffe, dass die Entwickler da noch was machen. Also wirklich. Man kann da noch einiges machen, finde ich. Und ich finde es echt doof, dass wir einige Sachen nur wieder einsetzen können. Anzugs-Upgrades. So, das hätte ich auch erwartet, dass man das im Spiel machen kann. Und nicht erst beim neuen Spiel. Und auch diese ganzen... Was mich auch gestört hat, war so ein bisschen die... ich finde es cool, dass man halt neue... Räume entdecken kann, quasi. Aber man muss erstmal irgendwo, man entdeckt nur den Standort, wo der Raum zu finden ist. Und dann darf ich deswegen quer durch die Galaxis fliegen, um mir zu holen. Da bin ich doch ein bisschen pragmatisch und faul und sage, nö. Ne, das hätte man irgendwie anders machen können. Wie gesagt, vielleicht auch mal nette Aliens. Wir haben vielleicht ein, zwei Händler mal getroffen im ganzen Spiel. Das ist ein bisschen wenig. Vielleicht auch andere... Man hätte so eine Mission machen können, wo quasi die unsere Hilfe brauchen oder wir andere Schiffe kapern könnten. Also man könnte da noch richtig viel machen. Ich weiß nicht, aber ja, leider ist das kein Early Access. Das ist hier ausnahmsweise mal schade. Spielidee fand ich super. Kann man nichts gegen sagen. Aber ausbaufähig, definitiv. Na gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das Spiel hat euch gefallen, dieses Let's Play dazu hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch mal gerne ein Like und einen Kommentar da. Und da ich es durchgespielt habe, ein Abo wäre auch nicht verkehrt. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.